Ja, Schlomit, danke für die Nominierung zur Kramperl Challenge 2016. Du hast recht, am 4.12. sollte man nicht verschlafen und alle unsere Chance nutzen und wollen gehen. Wir wollen heuer zum dritten Mal den Schäfer in unserem Land. Ich hoffe, dass das mal was wird, weil das war ja allerhand. Wir haben die Chance für eine Wende, darum hört's mir alle zu. Der eine ist der Nicolo, der andere der Belzebub. Darum tat sich alle am 3. den Wecker stellen und schaut, dass am 4. einen verschlaft, weil am 4. auf Nacht ist es spät. Darum geht's bitte alle wählen. Aber nicht den Kramperl, das war schade. Ja, meine Lieben, 4.12.2016 ist die Chance zu beweisen, dass wir doch mündige Bürger in einem mündigen Land sind. Und keine Kramperl und keine Nicolo. Und um das zu verbreiten, nominiere ich jetzt den Andi Lindenbauer, den Thomas Schiffkowitz und den Christoph F. Krutzler. Grüß euch.